Es ist der letzte Test vor der Weltmeisterschaft in Georgien. Der Skicross-Zirkus macht zum dritten Mal Halt auf der Reiteralm. Es ist das einzige Rennwochenende auf österreichischem Boden in dieser Saison, heute mit fünffacher österreichischer Beteiligung. Spannend wird es erstmals im vierten Lauf. Matthias Graf hier im roten Trikot erwischt nicht den besten Start und fällt gleich mal auf Platz 3 zurück. Umso besser fährt er aber den Mittelteil. Mit einem äußerst starken Manöver geht er außen hier am Franzosen vorbei. Dieser stürzt, womit der zweite Platz und der damit verbundene Aufstieg ins Viertelfinale eigentlich sicher wäre. Doch dann wird der 27-Jährige übermütig. Graf schubst den Gesamtweltcup-Führenden Rhys Howden von der Strecke, gewinnt zwar am Ende seinen Lauf, doch die gelbe Karte bedeutet das Ausscheiden bereits im Achtelfinale. Eine unnötige Aktion des Zweiten im Gesamtweltcup. Besser will es Tristan Takac machen, der letztes Jahr auf der Reiteralm noch 9. wurde. Doch auch er hat Probleme beim Start und reiht sich auf Platz 3 ein. Da eine ernsthafte Attacke bis zum Schluss ausbleibt, ist doch für ihn bereits nach einem Lauf Schluss. Damit gibt es nur noch eine österreichische Hoffnung auf das Viertelfinale bei den Herren. Johannes Aujeski hier in Grün erwischt eigentlich einen guten Start, aber auch er fällt schnell auf den dritten Platz zurück. Ein Problem, das sich heute durch alle ÖSV-Athleten zieht. Aber Aujeski bleibt dran und geht innen hier am deutschen Bonacker vorbei, der sich mit einem spektakulären Sturz verabschiedet. Dank dem besseren Kurvenausgang holt er sich sogar Platz 1 und gewinnt seinen Lauf vor dem Amerikaner Del Bosco. Bei den Damen ist das ÖSV-Team heute mit 2 Athletinnen vertreten. Sonja Giegler hier am Start, aber auch sie fällt schnell auf Platz 4 zurück. Die 21-Jährige kämpft sich am Ende zwar noch auf Platz 3, zu wenig aber für das Viertelfinale. Damit nur noch eine österreichische Hoffnung am Start. Katrin Ofner, die in ihrer Karriere bereits einen Weltcup-Sieg feiern konnte, macht es besser als die anderen ÖSV-Athletinnen und setzt sich auf Platz 1. Im Mittelteil dann aber ein kleiner Fehler und der ist schon zu viel. Ofner wird innerhalb weniger Sekunden durchgereicht und fällt auf Platz 4. Kurz darauf ein Verschneider und das Wochenende ist für die 32-Jährige bereits beendet. Für den morgigen Renntag konnte sie sich nicht qualifizieren. Skicross ist einfach unfassbar hart und eng. Im Viertelfinale ist damit nur noch Johannes Aujeski vertreten. Und bei ihm sehen wir wieder ein bekanntes Problem des heutigen Tages, der Start. Der 29-Jährige in seiner 7. Saison fällt früh auf Platz 4 zurück. Profitiert zwar am Ende noch von einem Sturz, Platz 2 ist für ihn aber dennoch in weiter Ferne. Aujeski wird damit als bester Österreicher 9. Im Finale der Damen geht es heute eigentlich nur noch um die Frage, wer wird denn Zweite? Denn die Schwedin Sandra Näslund fährt heute in einer Klasse für sich. Mit fast einer Sekunde Vorsprung feiert sie ihren 17. Weltcup-Sieg in Folge. Morgen kann die Olympiasiegerin und Doppelweltmeisterin bereits ihren 4. Gesamtweltcup-Sieg feiern. Ich denke, ich fahre einfach auf einem sehr hohen Level. An einem schlechten Tag bin ich immer noch sehr schnell. Manchmal war ich etwas glücklich, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Strecke war nicht einfach, aber ich bin sehr glücklich. Ja, this course is a bit tricky for me, but I'm happy with today's skiing. Auch bei den Herren sehen wir ein recht einseitiges Finale. David Moberg zieht von Anfang an das Tempo an und fährt sich zwischenzeitlich eine halbe Sekunde Vorsprung heraus. Der Schlusssprint des Franzosen Duplessis Kerromard kommt zu spät. Moberg fährt seinen 6. Saisonsieg ein, der 2. in dieser Saison. Ich wollte einfach Gas geben, den Start so gut wie möglich erwischen und auf meiner Linie bleiben.
Das ist mir heute sehr gut geglückt. Der Sieg fühlt sich natürlich super an. Die Reiteralm ist am ersten Renntag also in schwedischer Hand. Die ÖSV-Athletinnen haben morgen aber die Chance auf die Revanche. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.